So, hallo liebe Freunde von YouTube, von Facebook. Ich bin heute beim Spazieren. Und zwar, heute hat das Video Liebe hat's vier im Finger, hört auf zu jammern. Ja, jetzt wird er denken, spinnt er jetzt? Hat er jetzt die Fronten gewechselt? Nee, das absolut nicht. Nee, es geht darum, dass viele jetzt hat's vier im Finger ständig immer betonen, wie schlecht es ihnen geht. Und wie übel alles ist und wie scheiße alles ist, ja. Da möchte ich einfach mal eins sagen. Wenn ihr sagt, euch geht schlecht, ihr habt vier im Finger. Wenn ihr sagt, ihr habt so wenig Geld, ja, dann sagt die Gegenseite, dann geh arbeiten. Ja, dann geh arbeiten, ja. Das ist das Problem. Die Gegenseite hat dann nur ein Rezept, Arbeit. Such dir einen Job, ja. So, das ist der Punkt. Doch euer Gejammer, ja, euer Gejammer ist der Grund für Sanktionen. Euer Gejammer ist der Grund dafür, dass das Jobcenter immer wieder Druck macht. Wenn ihr unzufrieden seid, wenn ihr sagt, es passt nicht, zu wenig Geld, zu wenig Stress mit dem Amt, ja, dann wird Folgendes passieren. Rucki zucki ist ein Brief vom Jobcenter da und ihr habt sofort wieder eine Maßnahme aufgebrummt, ja. Es ist so. Die Menschen hier sind hart, gerade die Menschen in Deutschland. Deutsche Menschen sind eher, aber ich betone auf eher harte Menschen. So habe ich sie kennengelernt. Ja, könnt ihr mal ein eigenes Video machen, aber es ist so. Also eher wie bei manchen Ländern, wo nur das Sunshine-Feeling vorherrscht. Ja, also das ist der Punkt. Wenn ihr sagt, ihr seid unzufrieden mit eurem Zustand, sagen die, haben wir das Rezept, gehen wir arbeiten. Ja. Und das genau, und das führt zur Ausbeutung. Und genau das führt immer wieder zu dem, wo wir eigentlich nicht hinwollen. Ja? Dass man nämlich ausgebeutet wird. Und das ist der Punkt. Und dagegen müssen wir uns wehren. Jetzt kommt gerade jemand. Hallo, hallo. Ja, also, ja, ich bin gerade spazieren. Das ist mein Message. Es gibt so viele Hartz-IV-Empfänger, die jammern rum. Ja, haben zu wenig Geld, haben zu viele Rechnungen. Da sage ich, hey, Leute, gibt es nur einen Weg, Verzicht, dann Verzicht auf den Strom, dann Verzicht auf Internet. Und genau das mache ich jetzt, wo wir gerade beim Thema sind. Ich habe nur noch, bis zu Ostern habe ich noch Internet und dann und ab dem 9. habe ich auch keinen Strom mehr. Dann lebe ich ohne Internet und ohne Strom. Also, weil ich möchte nicht immer nur predigen, ich möchte es auch selber vorleben und vor allem hat es mehrere Gründe. Ja, mehrere Gründe. Also meine Mutter ist ja gestorben und da läuft alles nur auf ihren Namen. Das möchte ich einfach, diesen Account möchte ich verlöschen beim Stromanbieter und beim Telefonanbieter, dass es alles künftig dann auf meinem Laden läuft, wenn ich es mit anmelde. Aber vor allem ist es einfach Geldsparnis, weil ich habe auch das Problem mit Rechnungen und Zahlungsforderungen. Ich kann es ja verstehen. Es ist ja nicht so, dass ich da kein Mitgefühl habe. Ja? Ich kann es ja absolut verstehen. Wenn dauernd Rechnungen in der Briefkasten liegen, dass da irgendwann mal ausflippen könnte. Ja? Das kann ich ja verstehen. Aber wie gesagt, es gibt ja Wege. Man kann ja was dagegen tun. Man kann ja die ganzen Sachen abmelden. Alles, was man nicht braucht, weg damit. Ja. Und man braucht ja nicht so viel Angst haben, wenn tatsächlich Rechnungen, Zahlungen kommen, die ihr einfach nicht bezahlen könnt. Dann könnt ihr ja immer noch hergehen, sagen, okay, Widerspruch einlegen, wenn es nicht okay ist. Ja, oder wenn ihr nicht zahlen könnt. Widerspruch und unter den Widerspruch einfach reinschreiben, dieser Widerspruch ist gültig für sämtliche Schriebe von diesem Saftladen so und so. Ja? Dann habt zum Beispiel mal eure Ruhe. Wenn dann wieder ein Brief kommt, einfach verreisen. Und was will euch im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall kommt halt ein Gerichtsverzieher. Ja, das ist der schlimmste Fall. Und dann, wenn kein Geld da ist, ist kein Geld da. Dann gibt es eine staatliche Versicherung und dann habt ihr eure Ruhe. Fertig. Lass es doch mal drauf ankommen. Dreht es doch mal bis zu der Grenze hinaus. Ja, genauso mit den Hartz-IV-Sanktionen. Lasst doch mal eine Sanktion erstmal kommen. Alle heulen und alle haben Schiss vor Sanktionen. Oh, Sanktion, Sanktion. Ja und? Ja? Lasst doch mal die geschissene Sanktion mal kommen. Ey, das stirbst du auch nicht. Ich habe auch eine Sanktion gekriegt. 3 Monate. Na und? Sparre gekriegt. Ich lebe heute noch. Ja? Wenn es sein muss, sehe ich dann bettle ich. Wenn es sein muss, rufe ich meine Verwandte, Bekannte an und ruckzuck habe ich wieder Geld. Ja? Davor lasse ich mich nicht unterbringen. Unterordnen oder wie auch immer, wenn man sagen will. Und das ist mein Message. Also an alle Hartz-IV-Empfänger, hört auf zu jammern. Das soll nicht heißen, dass ich
Ist okay, für natürlich, die Sanktionen sind der größte Scheiß, das wissen wir alle, ja. Ich bin auch für bedingungsloses Grundeinkommen, aber dann lebe ich halt danach. Dann tue ich so, als ob. Lass mich nicht mehr einschüchtern. Ich denke mir jetzt, ich laufe jetzt hier spazieren und ich denke mir jetzt einfach, hey, geil, ich kriege jetzt jeden Monat ein Geld, so, super, ich muss nichts dafür tun, ich kann ausschlafen und kann meine Hobbys nachgehen und vielleicht wird sie die Möglichkeit ergeben, dass ich mich irgendwie mal selbst verwirkliche. Ja, gut. So macht es auch Arno Dübel. Arno Dübel, Deutschlands frechster Arbeitsloser. Nimmt euch mal an dem ein Beispiel. Der jammert nicht rum, der hält nicht rum, ja. Der lacht, der tanzt, der singt, der macht Musik, ja. Kommt's in diesen Seinszustand? Kommt's in diesen Seinszustand und nicht, ah, alles schlimm, ja. Das bringt nichts, es bringt nichts, die scheiß Jammerei bringt nichts. Dafür seid ihr nicht auf der Erde, ihr seid auf der Erde zum Jammern. Genießt doch das Leben, genießt einen schönen Tag, hey, hey, geil. Die Sonne scheint, ja, geh spazieren, geh im Biergarten, ja. Irgendwie das Geld kratzt man doch zusammen, ja. So muss es laufen. Ja, und nicht rumjammern. Das bringt nichts, ja, das Rumgeheule. Also, das ist doch übel. Ja, auf jeden Fall, das wollte ich nochmal sagen. Es soll nicht heißen, dass man den Ratschlag von denen annehmen soll. Für die Leute, die wo dann Arbeit aufnehmen, ja, die Hartz-IV-Empfänger, die haben dann natürlich wieder, weil es so wenig Geld ist, ja, oder weil sie ausgebeutet oder gemobbt waren, ja, was ja irgendwo der Wahrheit entspricht. Also das ist nicht die Lösung. Der Nächste, der zu mir sagt, geh arbeiten, schlage ich uns aufs Maul. Weil ich es nicht mache, ja. Nicht, dass ich für Gewalt bin. Ich sag halt, verpiss dich oder so. Genauso bei mir auf YouTube. Da gucken die Leute meine Videos an. Dann heißt es dann, schreibt einer, geh arbeiten. Ja, mach ich doch nicht. Denken die wirklich, dass ich das mache? Nach den Videos, was ich gemacht habe? Ja, was geht? Wenn die so bescheuert sind, ja, dass sie nichts kapieren, dann soll die Menschheit wohl untergehen. Ich würde da gar nicht mehr darauf antworten, ich würde das Kommentar einfach löschen. Ich gehe nicht mehr arbeiten, koste es, was es wolle. Ja, und wenn dafür kein Verständnis hat, nach den Videos, was ich gemacht habe. Und wenn das die Mehrheit der Menschheit sein soll, dann soll die Menschheit verrecken. Echt ohne Witz. Dann soll die Menschheit wohl untergehen. Und das wird sie auch, wenn sie so weitermacht. Mit ihrer Ausbeutung, mit dem Kapitalismus, mit ihrer Tierenausbeutung, Quälerei, ja, und Menschenausbeuterei und Umweltausbeuterei, dann wird die Menschheit untergehen. Und dann soll es auch so sein, ja. Irgendwo reicht es ja auch mal. Ich meine, wie lange soll Gott noch Geduld haben? Marco Hümer und ich, wir sind die letzten Engel. Mehr kommen nicht mehr. Danach kommt nichts mehr. Wir sind die letzten, die warnen, ja. Und danach ist vorbei. Und ich warne auch nicht mehr. Ich mache nicht mehr so viele Videos, wo die Leute aufklären, ja. Und dann ist vorbei. Und dann hopp oder top. Entweder kommt der Bewusstseinswandel, dass mal die Leute wirklich aufwachen, ja, und es mal wirklich eine spirituelle Revolution gibt, die wirklich auch spürbar ist und die Wahrheit der Menschheit erfasst, oder es wird enden, ja. Dann ist vorbei mit der Erde. Dann ist vorbei mit der Menschheit. Es geht zu Ende, Leute. Es ist 5 vor 12. Jetzt oder hopp oder top, ja. Und finde ich auch richtig. Irgendwann muss mal Schluss sein. Es gibt im Universum so viele hochentwickelte Lebensformen, da ich würde da lieber dort leben, das sage ich euch ganz ehrlich. Ja, das Ganze, was es hier gibt, die ganze Gewalt, da gibt es auch keine Raucher, gibt es auch keine Saufer, gibt es keine Gewalt, da gibt es keine Kriege, keinen Hass, kein Kapitalismus, so jetzt wie bei uns, dass man Menschen ausbeutet und sowas, gibt es da alles gar nicht mehr. Die Menschen sind schon längst aufgewacht. Ja? Der grüne Planet, den Film müsst ihr mal anschauen. Der sagt euch viel, was auf anderen Planeten los ist. Ja, der Film ist nicht ohne. Ja. Da sind mit Sicherheit auch von Leuten schon inspiriert worden, der Film, die Astralreisen machen. Astralreisen. So wie Marco Immo. Und ja, also von dem her gesehen, hätte ich kein Problem auf diesem Planeten zum Leben. Echt? Ich habe kein Problem. Wenn die Menschheit nicht aufwacht, ich habe keine Angst mehr vom Tod. Dann soll die Welt vernichtet werden, ist scheißegal. Ja, ist mir wurscht. Ja. Das mal, okay, jetzt schweife ich schon wieder vom Thema ab ein bisschen. Mache ich jetzt nochmal bei Hartz IV. Ja. Ralf Stegen hat ja auch als SPD-Politiker, der will ja jetzt auch das Hartz IV ändern. Aber im Endeffekt ist es nicht viel Änderung. Das ist wieder die alte Forderung, Hartz IV, Langzeitarbeitslos irgendwie in öffentlichen Stellen unterzubringen, also vom Staat. Weiß nicht, was das bringen soll.
dass der öffentliche Haushalt da noch mehr aufbläht wird, ja, dann gibt es halt die Leute lieber so das Geld. Ich wollte ja, der Witz war ja, ich wollte ja früher immer bei der Stadt arbeiten, habe aber nie eine Stelle gekriegt, ja. Von dem her, was ich dazu sage, eigentlich Pillepalle, eigentlich nichts Besonderes, nichts Neues, nichts, was wirklich das Grundproblem löst. Ja. Das Grundproblem wird das nicht lösen. Das Grundproblem heißt Ausbeutung. Und da muss man ansetzen. Ja. Okay, das war's mal soweit. Dann teilt das Video. Aber keine Angst, ich mache noch Videos. Ja. Vielleicht nicht immer nur über das Thema, sondern es kommen halt andere Themen auch. Ich werde die Videos machen und dann bei meinem Freund hochladen. Es kann nur sein, dass ich nicht mehr so regelmäßig mache oder so oft, dass ich jeden Tag der Fall, dass ich ein Video hochlade. Aber so gucke auf jeden Fall einmal in der Woche ein Video, auf jeden Fall, da gucke ich, da bin ich dran. Ich kann ja meinem Freund nicht immer wieder auf den Nerven gehen mit meinen Videos, aber ich kann es auf jeden Fall machen, bei ihm hat es zugestimmt, dass ich Videos hochladen kann. Ja. Das mal so weit vorab. Okay, also gut, das war's mal soweit. Ich wünsche euch allen frohes Ostern, Osterer-Fest und macht es gut und bis bald.